Herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Motorsportfreunde. Heute befinden wir uns an dem letzten Tag der Techno Klassiker 2022. Und ja, ich wollte euch heute mal die Highlights von der Messe zeigen, also meine persönlichen Highlights. Denn wir haben sehr, sehr viele schöne Autos hier aus unterschiedlichsten Bereichen, vom Hypercar bis zum ultra seltenen alten Oldtimer. Und ja, es sind ein paar echt geile Exemplare dabei, die ich euch jetzt zeigen werde. Viel Spaß beim Video. So, eins meiner absoluten Highlights, Maserati MC12 GT1 Rennwagen. Ein super, super schönes Auto, zeitlos. Und ja, diese Rennserie war einfach damals klasse. Richtig, richtig schöne, laute Autos, schnelle Autos. Sind damals in Le Mans gefahren, 24-Stunden-Rennen. Richtig, richtig schön. Und daneben direkt einmal der ganz neue MT20. Ich sag mal in die Region Hypercar, aber noch recht erschwinglich für, glaube ich, 250.000 Euro. Auch ein, wie ich finde, sehr, sehr gelungenes Auto von Maserati. Sogar einen R35 GTR haben wir stehen, und zwar einen sehr besonderen, nämlich ein von zwei weltweit, mit der Ausstattung Egoist, eine Sonderausstattung. Bekannt mit diesem roten Innenraum. Ist jetzt nicht mein Fall, aber trotzdem cool, dass er hier ist. Für mich die Messe-Highlights schlechthin: Honda NSX Type R, Nissan Skyline R33 GTR 400R. Das heißt, es ist einer von ganz, ganz wenigen 400R, die Endstufe des 33er. Und dann noch in diesem Midnight Purple 2 Lack. Das ist einfach der Wahnsinn. Und die meisten Autos sind Silber. Hier haben wir mal das Datenblatt dazu. Und es gibt wohl nur sehr, sehr wenige, angeblich 3 Stück, in Midnight Purple. Wahnsinn, dieses Auto ist vor kurzem in einer Versteigerung, beziehungsweise nicht der Wagen, sondern ein Silberner für 550.000 US-Dollar weggegangen. Wahnsinn, die Felgen, der Innenraum, das alte Nismo-Logo, sehr, sehr schön. Ja, und hier eine Legende schlechthin, Honda NSX R. Das Auto wurde damals gebaut mit Ayrton Senna, der Formel 1 Legende. Viele haben gesagt, der Wagen fährt sich nicht so gut, kann ich nicht beurteilen, bin ich nie gefahren. Optisch finde ich den Wagen eine mega, mega gelungene Konstruktion und ja, Wahnsinn. Hier haben wir einen Stand, der seinesgleichen sucht. SF90 Stradale, SF90 Stradale, 488 Pista, 911 GT2 RS, F430, GT3, Lamborghini Huracan mit einem sehr, 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 sehr schönen Bodykit. Ihr wisst ja, ich bin ein mega, mega Lambo-Fan und der Wagen ist ein absoluter Traum. Dann haben wir hier die Endstufe des Lamborghini Huracans, eine Lamborghini Huracan STO. Sehr, sehr schönes Auto. Die Specs sind jetzt nicht so meins, aber würde ich trotzdem nehmen. Direkt daneben haben wir einen Mercedes-AMG Black Series P1, einer von 275. Man hat das Auto nur bekommen, wenn man den, ich glaube, P1 bestellt hat. Und durch diese Lieferverzögerung konnte man dieses Auto dazu erwerben, entweder im Schwarz oder in Silber mit diesen Sternen auf der Seite. Und die sind lackiert, nicht foliert. Sehr, sehr geiles Auto. Ford GT, auch ein sehr zeitloses Auto, wie ich finde. Ist auch auf der Messe, ich glaube, jetzt 3-mal vertreten. Porsche Carrera GT, einer von 3 Schwarzen, die sich auf der Messe befinden. Wie ihr wisst, eins meiner absoluten Lieblingsautos. Und ja, darf bei so einer Ausstellung natürlich nicht fehlen. Bugatti Veyron, wer kennt ihn nicht? Über 1000 PS. Eher ein Auto der Reichen und Schönen aus Dubai. Und daneben eins meiner absoluten Messe-Highlights. Der Wagen ist die Tage reingefahren. Ein Enzo Ferrari. Das Auto wurde gebaut, um den legendären Enzo zu huldigen. Eins der ersten Hypercars, würde ich mal so behaupten, unserer Zeit. Und ebenfalls ein, finde ich, sehr zeitloses Auto. SLR Styling Moss. Es gibt, glaube ich, 75 Stück, wenn ich mich recht erinnere. Und 3 Stück von diesen Autos haben wir hier. Ja, genau, 75 Stück. Ist jetzt nicht meins. Und was ich auch ziemlich krass finde, ist, dass jeder Hersteller aktuell so ein Auto produziert. Wie gesagt, ist absolut nicht mein Fall, aber halt von der Seltenheit wirklich sehr, 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 sehr geil. Dieses Auto ist sehr, sehr besonders, denn von der Karosserie ist es ein Ferrari 458 Italia. Aber ihr seht schon an diesem außergewöhnlichen Form,
unter diesem Auto steckt ein Ferrari LaFerrari. Denn dieses Auto ist das Testerprobungsfahrzeug von Ferrari. Und ja, es hat halt diesen typischen LaFerrari-Motor mit Hybridschrank, was ja der 458 Italia nicht besitzt. Und ihr seht überall anhand dieser Öffnung, Klappen, hinter dem Sitz, die Elektronik. Wahnsinn. Wahnsinnsfahrzeug. Und das nächste Highlight von Lamborghini, und zwar ein Lamborghini Revonton. Einer von 22 gebauten. Ein Showroom-Auto, ein Testauto und 20 verkaufte Fahrzeuge. Sehr, sehr geiles Auto. Und ja, es gibt da so einen Spruch, und zwar, es ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Einhorn sieht, statt einem Lamborghini Revonton. Der Spruch kam, glaube ich, von Jeremy Clarkson. Und das Interessante an dem Auto ist, nicht wie bei dem, ja doch, ist ungefähr gleich, denn der Wagen sieht ja ähnlich aus wie ein Lamborghini Aventador, denn das ist die Vorstufe. Und zwar befindet sich unter dem Kleid der Lamborghini Murcielago, das Vorgängermodell von dem Fahrzeug. Und ja, die Karosserie ist sehr, sehr stark an den Lamborghini Aventador, den wir alle kennen, angelehnt. Und ja, einfach ein wunderschönes Auto, gerade in diesem Mattlack. Ja, finde ich halt wie so ein Stealth-Bomber. Bugatti EB110, die haben glaube ich 3 oder 4 Stück auf der Messe. Einer in diesem Blauton wurde bereits sogar verkauft, die Tage. Sehr, sehr faszinierendes Auto, optisch nicht mein Geschmack, aber halt von der Historie und von der Seltenheit einfach ein richtig, richtig attraktiver alter Oldtimer, der halt in die Supercar-Liga gehört. Und wie ich finde, auch auf eine Techno-Klassiker irgendwie zum Standard gehört. Lancia Delta Integrale. Das Lustige ist, wir hatten auf dem Video von der Motorworld drüber gesprochen, denn dort war das Serienauto zu sehen. Und dort habe ich gesagt, dass es diese typische Martini-Folierung gibt von dem Auto, die eigentlich fast jeder kennt. Und ja, auch auf der Techno Classica haben wir einen von diesen super seltenen und schönen alten Rallye-Autos vertreten. Für mich ein absolutes Messe-Highlight, ein Lamborghini Diavolo in so einer schönen Farbe. Ja, ich kann mich noch an die Zeit erinnern von Need for Speed, von den ersten Teilen. Da war es immer die höchste Priorität, dieses Auto zu fahren. Sehr, sehr schön und zeitlos und einfach so brutal breit. Ja, ich finde dieses Auto einfach klasse. Hier haben wir einen sehr, 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 sehr seltenen japanischen Kollegen, und zwar einen Datsun 280Z. Ultra selten und der Urgroßvater vom 350 und 370Z, auch schön gelandet, Fair Lady, ein wunderschön traumhaftes Auto. Und welche Autos sind natürlich meine absoluten Highlights? Genau, unsere Autos. Die schöne Skyline-Reihe mit dem schönen Porsche meines Kollegen Christian. Ja, ich bin mega stolz, dass ich meinen Skyline auf die Techno Classiker stellen durfte. Und auch dankbar, dass TJ deine zwei Autos dazugegeben habe. Der Wagen ist übrigens auf einer Auktion zu versteigern, sonst halt der Festpreis zu kaufen. Genauso wie der R33 GTR, der zwar nicht auf der Auktion ist, aber den könnt ihr jederzeit euch bei TJ angucken. Und ja, zwei wunderschöne Autos, und die werden halt leider auch immer teurer, also schlagt zu, solange ihr könnt. So, das war's mit meinen Highlights der Techno-Klassiker 2022. Es war eine super schöne Messe, komplett anders als die Essen Motor Show. Ganz anderes Klientel, ganz anderer Flair auf der Messe, sowohl beim Aufbau als auch während der Messe. Sehr viele schöne Autos, wie ihr gesehen habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen da lasst, den Kanal abonniert. Das hilft mir natürlich ungemein, um für euch noch bessere Videos zu produzieren. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich teilhaben durfte, sehr kurzfristig an dieser Messe, dass es so geklappt hat, dass wir die paar Autos ausstellen konnten, die wir ausgestellt haben. Da waren ja auch so ein paar Schwierigkeiten mit Krankheitsfällen. Und daher bin ich froh, dass wir den Platz gut ausgefüllt haben. Und ja, wir sehen uns dann, denke ich mal, zur Essen Motor Show dieses Jahr wieder. Wie in gewohnter Manier. Ich denke mal wieder die gleiche Größe, wie wir die letzten Jahre hatten auf dem Stand. Und ja, bin natürlich sehr dankbar, dass ich auf dieser Messe ausstellen durfte, meinen Skyline. Und habe viel gelernt, neue Leute kennengelernt, und das ist das, was zählt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!
Thank you.